Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen zum Referat Unabhängigkeit und Neutralität nach 30 Jahren aktueller denn je. Es ist der Höhepunkt der diesjährigen Mitgliederversammlung. Wir freuen uns sehr, dass unser Ernst, Gründungspräsident, Altnationalrat und Altbundesrat Dr. Christoph Blocher der Einladung gefolgt ist. Sie wissen, wir führen heute die 30. Mitgliederversammlung durch. Am 19. Juni 1986 haben Christoph Blocher und Otto Fischer im Restaurant Bürgerhaus hier in Bern die Gründerversammlung der Auns geleitet. Am 16. Juni 1987 fand die erste Mitgliederversammlung statt. Gemäß Protokoll stellte Christoph Blocher damals fest, dass die Vernachlässigung, Relativierung und Herabminderung unserer Neutralität und unserer Unabhängigkeit der Beweggrund war, die Auns zu gründen. Sie kennen die Erfolgsgeschichte. In der Folge verhinderte Christoph Blocher mit der Auns, mit dem Schweizer Volk, dass wir dem EWR beitreten und damit, dass wir Mitglied der Europäischen Union werden. Wir sind gespannt auf den Blick in die Zukunft. Wir sind gespannt auf die Worte von Christoph Blocher. Du hast das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Nationalrätinnen und Nationalräte, cari amici della Svizzera Romanche, cari amici della Svizzera Italiana, chers amis de la Suisse Romande, liebe Eidgenossen, meine Damen und Herren, liebe Mitlandsleute, liebe Frauen und Männer. Sie haben es gehört vom Herrn Präsidenten, wir sind heute zusammengekommen an einem Gedenktag. Und einem Gedenktag, weil wir vor 30 Jahren geboren wurden. Und wie es so ist mit einer Geburt, man kann kurz darüber reden und dankbar sein, aber man kann ja nichts dafür, dass man geboren wird. Niemand kann etwas dafür. Und es ist eigentlich auch, wenn wir schauen, wie wir die Auns gegründet haben, wir können eigentlich nichts dafür. Auch Otto und Fischer haben damals nicht so lange überlegt, dass wir sagen können, wir hätten gewusst, was daraus wird. Es ist die Gnade der späten Geburt von mir, dass ich mich an den eigenen Geburtstag dieser Organisation erinnern kann. Und Sie sehen, es ist doch schön, heute haben Leute aus dem Vorstand gesprochen, die waren damals noch nicht einmal auf der Welt und einer, der war nicht dabei. Und so erinnere ich kurz an die Gründung. Wir wollen dann schon zur Arbeit übergehen, damit ich ein paar Sachen sagen kann, die die meisten gar nicht wissen. Ich war im Jahre 85 noch relativ junger Nationalrat, als die UNO-Vorlage behandelt wurde. Otto Fischer, ein außerordentlich standfester, markanter, langjähriger Nationalrat, obwohl freisinnig war er das, war ein alter Fuchs, aber nicht mehr im Rat. Er ist 1983 zurückgetreten. Ich fand, man müsse bereits vor der Debatte im Nationalrat ein Komitee gegen den UNO-Beitritt gründen, um den Abstimmungskampf vorzubereiten. Und ich rief Otto Fischer an und sagte, du als alter, erfahrener Fuchs musst das tun. Hat er gesagt, ja, so hat sich die Welt geändert. Die Jungen geben den Alten den Auftrag, früher war es umgekehrt. Aber er erklärte sich sofort dazu bereit, er macht ja nie lange Federleses und hat dann gesagt, aber Bedingung ist, dass du
das Präsidium oder zumindest das Co-Präsidium übernimmst, sonst kann ich das nicht machen. Wir handelten so, Fischer und der CVP-Nationalrat Paul Eisenring konnten wir auch noch gewinnen und wir wurden Co-Präsidenten des Abstimmungskomitees gegen den UNO-Beitritt. Im Abstimmungskampf 85-86 erlebten wir die ersten Signale, dass die Schweiz, die schweizerische Politik und die Gesellschaft zu wackeln beginnt. Wir hörten den rechtsfreisinnigen Bundesrat Rudolf Friedrich im UNO-Abstimmungskampf sagen, die Neutralität ist zu relativieren. Das war ein Mahnmal. Andere Politiker schwindelten sich in diesem Abstimmungskampf durch und sagten, die Neutralität sei mit dem Beitritt zur politischen UNO überhaupt nicht betroffen. Oder in lebendiger Erinnerung, 1. August 1991, 700 Jahre Feier der Eidgenossenschaft, hörte ich im Autoradio, wie der damalige Nationalratspräsident Ulrich Brehmi auf dem Rütli ausgerechnet dort, meine Damen und Herren, nicht den Sonderfall Schweiz lobte, sondern vom Sonderling Schweiz sprach. Das waren Alarmzeichen. Auch unsere Bundesräte, meine Damen und Herren, fanden schon damals Gefallen an Auslandreisen, aber nie im heutigen Ausmaß. Sie fanden es auch angenehmer, auf roten Teppichen Ehrenformationen abzuschreiten, als vor der widerspenstigen Bevölkerung mühsame Vorlagen zu vertreten und das Wohl der Schweizer Bürgerinnen und Bürger im Auge zu haben. Meine Damen und Herren, dieser Trend hat sich enorm verstärkt seither. Es gab Zeiten nach dem Fall der Mauer, da haben die Politiker gesagt, in Bern die Neutralität kann man abschaffen. Die braucht es nicht mehr, weil es gibt ja keinen Krieg mehr nach dem Fall der Mauer. So haben sie den Kopf verloren. Sie haben da nicht den Mut gehabt, das in Berichte zu schreiben, weil das Schweizer Volk an der Neutralität festhielt. Aber diese Leute hielten nicht mehr fest. Der Sonderfall Schweiz wollte man abschaffen. Dabei ist es genau das, was die Schweiz stark gemacht hat. Und das konnten wir dann brauchen in den kommenden Abstimmungskämpfen. Und die Reisen ins Ausland haben sich vermehrt, wenn Sie denken, im letzten Jahr ist unser Außenminister und Bundespräsident Didier Burkhalter 32 Mal ins Ausland gereist. Und zwar nicht nur für eine oder zwei Stunden pro Reise. Er war also so gut wie überhaupt nie daheim. Viel herausgeholt für unser Land hat er dabei nicht. Außer, das sei sein Verdienst, dass er 3000 Syrer mit Familien Sack und Pach großzügig ins Land gebeten hat. Nein, meine Damen und Herren, Sie sehen, die Geburtsstunde, es war damals noch ein UNO-Komitee, hat bereits die Wurzeln an diesem Ort. Wer lässt die Grundlagen der Schweiz im Stich? Darum haben wir nach der erfolgreichen UNO-Abstimmung, haben wir aus dem noch bestehenden Komitee gegen den UNO-Beitritt die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz uns gegründet. Wir haben einfach den Namen eigentlich geändert. Die meisten Mitglieder des UNO-Nein-Komitees traten der uns bei und obwohl er gesundheitlich damals schon angeschlagen war, stellte sich Otto Fischer wieder als Geschäftsführer zur Verfügung. Aber er insistierte wieder auf seine Art, du musst Präsident machen und kämpfst als Redner an der Front. Ich bin jetzt ein alter Mann, ich erledige als Geschäftsführer die Arbeit und sorge mit meinem Netzwerk für die nötigen Kontakte. Wenn Otto Fischer sprach, tönte das nie wie eine Bitte, sondern immer wie ein Befehl und ich habe natürlich gehorcht.
Als Vizepräsident gewannen wir auch erneut den einflussreichen Wirtschaftspolitiker der CVP-Nationalrat Paul Eisenring. Nachdem 1986 das Schweizer Volk mit 75,5% den UNO-Beitritt ablehnte, alle Kantone haben damals abgelehnt, auch der Kanton Genf, der hat man gesagt, ja, das ist ja der Standortkanton der UNO-Organisationen, hat fast 70% Nein-Stimmen gebracht. Und dann waren wir natürlich ganz oben im Dorf, nicht wahr? Weil wir gewonnen hatten und wie es so ist in der Politik. Es liefen dann in den AUNS-Vorstand und in die AUNS-Organisation fast zu viel Politiker zu. Alle kamen zu uns. Vorstand war dann Ernst Müllemann, der freisinnige Nationalrat Jean-Pierre Boni, Ständerat Hans Letsch von der FDP, Edgar Röhler von der CVP neben Paul Eisenring und weitere National- und Ständeräte waren in der Organisation mit dabei. Wir waren froh, dass wir noch etwas Geld in der Kasse hatten. Die Wirtschaft war bei UNO-Abstimmung noch auf unserer Seite. Und ich höre heute noch den Freund Otto Fischer sagen, weißt, wir werden das Geld bald brauchen. Den Außenminister Pierre Aubert wird sicher bald wieder irgendeine neue Dummheit begehen. Und so kam es. Zuerst wurde die AUNS aber intern noch geschüttelt. Wir hatten unsere erste Krise. Das kam so, alles typisch politisch. Das Parlament hat Ende der 1980er Jahre eine Parlamentsreform verabschiedet und haben sich die Sitzungsgelder massiv erhöht und die Entschädigungen und haben beschlossen, dass in Zukunft das nicht mehr auf dem Gesetzesweg passieren sollte, sondern der Bundesrat entscheidet das, nicht wahr? Ich habe damals, es war ja klar ersichtlich, das gibt vollamtliche Politiker, oder? Das ist ja mal gut gesehen, habe damals mit Studenten aus der Handelshochschule St. Gallen, so hieß sie noch damals, heute heißt sie ja Universität, das Referendum ergriffen. Es war wieder Otto Fischer, der kurz entschlossen, als er dies sah, diese Initiative gesagt, das müssen wir sofort unseren Mitgliedern der AUNS verschicken und sie auffordern zu unterschreiben, denn das führt zu Berufsparlamentariern und Berufsparlamentariern ist das eigene Wohl allemal näher als die Unabhängigkeit der Schweiz. Also muss die Reform im Interesse der Unabhängigkeit und Neutralität verhindert werden und das steht ja bei uns in den Statuten. Er hat das als Geschäftsführer gemacht. Der AUNS-Vorstand wusste nichts davon und das führte dann zu einem Mäckler. Die Vertreter der Parlamentarier in unserem Vorstand, die haben aufbegehrt und haben aus Protest den AUNS-Vorstand und viel auch der Parlamentarier, die AUNS verlassen. Es blieben noch die letzten Mohikaner, Paul Eisenring, Ständerat Hans Letsch, Christoph Blocher im Vorstand und der Altnationalrat als Geschäftsführer. Ich war damals noch junger Politiker und war darüber erschrocken, heute würde ich das nicht mehr so, aber damals bin ich noch erschrocken über diese Rücktritte. Es war wieder Otto Fischer, der tröstet und sagt, lass sie ziehen. Parlamentarier, die eigennützig auf ihren eigenen Vorteil schielen, taugen sowieso nicht für den Kampf für unser Land. Und so, meine Damen und Herren, kam es auch raus. Die allermeisten, die uns damals verlassen hatten, haben nachher auf der Seite der Klasspolitik für den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum und zur EG gekämpft. Zuvorderst Nationalrat Ernst Müllemann, der also aus dem AUNS-Vorstand zurückgetreten war wegen den Parlamentsentschädigungen. Wieder war es Otto Fischer, der brummte, du siehst,
Jetzt siehst du, so billig wären wir solche vaterlandslose Gesellen nie losgeworden. Meine Damen und Herren, wenn ich jetzt mehrmals Otto Fischer zitiert habe, dann deshalb, es gehört dann in der Dankbarkeit dazu, diesem großartigen Mann zu ehren und zu danken. Wissen Sie, der hat sich dann eingesetzt mit nichts. Seine Arbeit hat er noch als Geschäftsführer zu Hause gemacht, hat noch einen kaputten Bürostuhl gehabt, auf dem er sich immer setzte. Er war schwer krank vor der entscheidenden Abstimmung EWR-EG. Ich habe ihm gesagt, du musst jetzt in den Spital, weil er sehr herzkrank war. Die letzten Tage vor der Abstimmung hat er mir gesagt, ich kann nur noch stehend schlafen, hat sich an die Wand begeben, aber ich gehe nicht in den Spital, bevor wir diese Abstimmung durchhaben. Wissen Sie, das sind dann Personen mit Charakter. Die können Sie dann im Bundeshaus suchen. Ne? Nein, da müssen Sie dann froh sein, wenn jemand am Samstag etwas macht. Und ihm müssen wir wirklich dankbar sein, wenn es Leute gibt dann alle im Bundeshaus, die sagen, ja, wer hat da Verdienste um die Eidgenossenschaft? Mindestens in meiner Zeit, in den 80er Jahren und in den 90er Jahren, das größte Verdienst am Alter Eidgenossenschaft hat Otto Fischer und überragt an Größe und Standhaftigkeit sämtliche Bundesräte, die ich erlebt habe. Nun, meine Damen und Herren, kommen wir zu Themen, die jetzt uns näher stehen, als weil sie wieder aktuell sind. Die bisher größte Herausforderung der Aktion Unabhängige und Neutrale Schweiz war bis jetzt der Kampf gegen den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum EWR. Ich muss den Namen aussprechen. Mir ist letztens passiert, habe ich einen Vortrag gehalten über den EWR. Und am Schluss kamen drei Bürger zu mir, gut 20 Jahre, und die haben gesagt, was ist denn das für ein Elektrizitätswerk, dieser EWR? Ja, ich habe mir an den Kopf gereicht, natürlich, die waren ja nicht einmal auf der Welt, und das dehnt ja nicht wahr wie ein Elektrizitätswerk. Wir haben in Zürich ein EWZ, oder? Und die haben immer gedacht, was ist denn das, welcher Kanton beginnt damit R und so weiter. Also, es ist der europäische Wirtschaftsraum, wenn ich heute von EWR rede, für die jüngeren Bürger, die hier da sind. Und das war eine ganz perfide Abstimmung. Das tönt ja gut. Wir treten ein in den europäischen Wirtschaftsraum. Ein endloses, wunderbares Gebilde. Kann ja nicht dagegen sein. In einen Raum zu gehen, ist immer schön. Und Wirtschaft ist auch gut, das wusste ich schon als internationaler Unternehmer. Aber versteckt in der Botschaft des Bundesrates an das Parlament, da stand es, was es ist. Ich muss sagen, die damaligen Bundesräte, bei aller Kritik, dass sie einen falschen Weg gingen, aber sie waren ehrlicher. Sie waren ehrlicher. Sie haben nämlich geschrieben, wörtlich, unsere Teilnahme am europäischen Wirtschaftsraum kann nicht das letzte Wort in unserer Integrationspolitik gelten. Sie ist im Rahmen einer Europastrategie zu sehen, die in zwei Phasen ablaufen soll und den vollumfänglichen Beitritt der Schweiz zur EG, damals ist die EU noch EG, Europäische Gemeinschaft, zum Ziel hat. Da stand dort drin. Also wusste man, wer diesem EWR, der zustimmt, der stimmt so. Der erste Schritt und macht nur Sinn, wenn ein zweiter getan wird. Weil der Bundesrat hat mit Recht gesehen, wenn man nur in den EWR geht,
bist du in einer Kolonie. Du musst das EU-Recht übernehmen. Wir haben damals auch nicht gewusst, dass es einmal so viel sein wird, wie es heute ist. Und das ist ein Kolonialvertrag. Also müssen wir gerade in die EU und da können wir noch mit entscheiden. Wie wenig hat er natürlich nicht gesagt. Meine Damen und Herren, warum ist es ja überhaupt zu diesem ungeheuerlichen Akt gekommen? Warum hat plötzlich die offizielle Schweiz die Grundlagen der Schweiz vergessen? Selbstbestimmung, Unabhängigkeit. Die Schweiz war von jeher in der Geschichte ein weltoffenes Land, aber immer geschaut, dass sie in diesem Land selbst bestimmen, und zwar seit 150 Jahren selbst bestimmen und erst noch durch die Bürger bestimmen lassen. Und plötzlich hat man das alles vergessen, anfangs der 90er Jahre. Man hat doch gesehen, das trifft unsere Neutralität. Man hat doch gesehen, das trifft unsere Weltoffenheit, weil die EU ist ja keine weltoffene Gemeinschaft, ist ja abgeschlossen. Man hat gesehen, das trifft die Volksrechte. Die Bürger können nicht mehr entscheiden. Sie haben immer gesagt, wir können ja dann entscheiden, wenn wir in der EU sind. Habe ich immer gesagt, wer ist der Wir, wer? Wer ist der Wir, wer? Der Wir sind ein paar Beamte vielleicht, nach Bundesrat und Parlamentar, aber der Bürger kann nicht mehr entscheiden. Leider muss ich sagen, es war eine Zeiterscheinung. Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989, dem Ende des Kalten Krieges, verloren Politiker, Diplomaten und Verwaltungen den Kopf. Ich war in Kommissionen damals, die die Landesverteidigung betrafen. Da waren alle Koryphäen eingebunden. Ich war nicht eingebunden als Koryphäe. Ich war eingebunden, weil Hogi hat das dann gemacht, hat gesagt, dann haben wir den eingebunden. Das ist natürlich nicht, dass sie mich eingebunden haben, weil sie meine Meinung hören wollten, sondern sie wollten mich mundtot machen. Sie haben dann einen einstimmigen Bericht herausgegeben gegen meine Stimme und ich habe dann einen eigenen Bericht gemacht. Sie können diese Berichte noch lesen, wenn Sie wollen, heute. Es gibt nur einen Bericht, der Hand und Füße hat, das war meiner. Meine Damen und Herren, und in dieser Stimmung, wo man gesagt hat, es gibt nie wieder Krieg, da sind Professoren von der ETH gekommen, so etwas hat es doch nie gegeben. Die Grenzen sind überflüssig. Nie mehr Krieg, alle Länder sind Freunde. Das war also vor 20 Jahren. Ne? Schauen Sie die Welt an. Alle Länder sind Freunde. Brauchen wir noch Landesgrenzen, Unabhängigkeit, Neutralität? Vergessen Sie diesen alten Säulen da der Eidgenossenschaft, brauchen wir nicht mehr. Sind von Freunden umringt, hieß es. Globalisierung ist das Wort, nicht Selbstbestimmung. Und ein verzagter Bundesrat und ein anpasserisches Parlament wollten darum die Schweiz in diese Fehlkonstruktion der Europäischen Union führen. Das war der Zeitgeist. Also müssen Sie wissen, damals, das zeigten auch die Meinungsumfragen, die Bevölkerung war dann damals noch zu etwa 50% für oder gegen den EU-Beitritt. Ein Jahr vor der Abstimmung haben 80% gesagt, sie seien für den EU. Es ist also eine gesellschaftliche Bewegung gewesen. Und Otto Fischer und ich, wir waren ja dann die beiden, wir haben ja gesagt, die muss der Kampf führen, den Parteien kannst du nicht trauen. Den Politiker kann man nicht trauen. Nicht, weil Politiker schlechte Menschen sind als andere. Aber sie sind immer eingebunden. Und dann hat einer gesagt, ja, du kannst doch nicht gegen den Bundesrat sein. Höllvogel hat gesagt, ich könnte doch nicht dagegen sein, wenn ich dafür bin. Er hat gesagt, du hast mich auch nicht gefragt voran.
Ja, das ist doch, das ist das Wesentliche an der Schweiz, dass wir nicht einfach den Leuten nachlaufen. Und darum haben wir gesagt, wir müssen ganz früh in Stellung gehen. Und auch wenn es vielleicht fast unmöglich ist zu gewinnen, wir müssen dem Schweizer Volk, jedem Einzelnen sagen, was das für eine katastrophale Sache ist. Die Medien werden nicht schreiben, sie haben auch nicht geschrieben, oh, haben mir die Journalisten leid getan, die da von morgen bis abend fast mit wunden Fingern zum Schluss den Mist schreiben müssen, warum man in die Ewehr sollte. Also, es ist furchtbar. Und wir haben dann frühzeitig den Kampf geführt und auch gewonnen. Meine Damen und Herren, das war die Sternstunde der Auns. Weil wir in der Auns nur ein Ziel hatten, Unabhängigkeit und Neutralität und nichts anderes. Es gab immer Leute, die sagten, wir müssen auch das noch und das noch und das noch. Wir sagten, wir müssen uns konzentrieren, erstens auf das Wesentliche und zweitens auf das. Und Mitglieder der Auns können alle werden. Rechte, Linke, Mitte, Parteilose, Reiche, Arme, Bauern, Handwerker, Frauen, Männer, alle können es werden, wenn sie für Unabhängigkeit und Neutralität sind. Das verbindet uns. Meine Damen und Herren, der Übermut im Bundeshaus wurde immer größer. Ist heute auch wieder so. Im Frühling 1992 trat die Schweiz leider der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds überraschend bei. Darum hat der Bundesrat am 18. Mai 1992 im Übermut mit 4-3 Stimmen in Brüssel ein Gesuch eingereicht, die Schweiz möchte verhandeln über den Beitritt. Und dieses Gesuch, meine Damen und Herren, ist bis heute nicht zurückgezogen worden. Alle Politiker plappern heute, weil sie wissen, im Volk will niemand mehr in die EU. Ich bin selbstverständlich auch gegen den EU-Beitritt. Und wenn man dann sagt, gut, dann zieh das Gesuch zurück, dann sagen sie, ja, das kann man jetzt nicht mehr. Die beste Auskunft war von Herrn Bundespräsident Burkhalter an einer nationalrätlichen Sitzung. Und wir sagten, er soll es jetzt zurückziehen. Hat er gesagt, man könne es nicht mehr zurückziehen. Man finde das Gesuch nicht mehr in Brüssel. Meine Damen und Herren, ich habe ihm so gesagt, und ihr wollt einer Organisation beitreten, die nicht mal die Briefe findet, denen man schreibt. Da bin ich ja besser organisiert als ihr, wenn sie es dort nicht mehr findet. Ich habe dann das Doppel noch in meinem Büro. Meine Damen und Herren, und in dieser Situation galt es, den Kampf zu führen. Otto Fischer hatte ein dichtes Netz von helfenden Auns-Mitgliedern aufgebaut, die gratis Millionen von Blutflatter verteilten. Er hat die ganze Schweiz eingeteilt in Gemeinden, in Quartiere und überall geschaut, hat es dann ein Auns-Mitglied hat gesagt, Sie sind verantwortlich für diesen Teil, für diesen Teil, für diesen Teil. Und die Leute haben von Haus zu Haus Rucksachen verteilt. Es war eine richtige Volksbewegung, die in Gang kam. Mich hat es beeindruckt, wie viele Leute aus dem eigenen Sack kleine Inserätchen aufgaben, selber schrieben und selber bezahlten in ihren Ortsanzeigen und so weiter. Meine Damen und Herren, die Gegenseite hatte auch damals viel mehr Geld als wir, das Zehnfache. Ist heute auch wieder so. Die haben viel mehr Geld als wir Gegner des EU-Beitrittes. Aber merken Sie sich,
Wir haben den Verstand und Sie haben nur Geld. Und ich habe lieber Leute mit Verstand als solche, die den Kopf verloren haben und nur Geld haben. Da müssen wir uns daran halten. Ich bin da diesen Sommer, oder also am Ostermontag war es, bin ich gelandet von Afrika her im Flughafen in Frankfurt. Musste dort umsteigen. Da habe ich gesagt, ja, jetzt kaufe ich mir da mal eine Schweizer Zeitung. Da hat er 14 Tage keine mehr gelesen. Dann kam ich zum Kiosk. Dann stand da am Kiosk, ah ja, Molla hat seine Zeitung, Sonntagszeitung, erste Seite, 7 Millionen Franken gegen Christoph Blocher. Ja, habe ich gesagt zu meiner Frau, du siehst, wir werden freundlich empfangen in Europa. Und dann habe ich gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viel wert bin. Dann habe ich gelesen, der neues Komitee, alles was Rang und Namen haben, Crème la Crème, die wollen jetzt kämpfen für die Schweiz, für die Unabhängigkeit, für die Bilateralen, für die Volksrechte und so weiter. Dann habe ich gesagt, da muss ich morgen sofort beitreten. Nur etwas haben sie nicht gesagt, dass sie fürs Gegenteil kämpfen werden. Das ist jetzt die ganz große Mode, meine Damen und Herren, lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen. Sie müssen mal schauen, die Schallplatten, die jetzt aus offiziellem Munde kommen, für die direkte Demokratie. Wenn Sie beginnen, ja, das ist eine wunderbare Einrichtung, Bundesräte, Altbundesräte, Parlamentarier, Beamte und so weiter haben immer die erste Strophe zu sagen, was das für eine wunderbare Sache sei. Dass das Volk abstimmen könne, das sei das also wirklich gut in unserem Land. Da müssen Sie warten, die zweite Strophe kommt. Dann kommt das Aber. Aber man müsse selbstverständlich das einschränken, weil das ganz schlimme Entwicklungen nehme. Also ich sage in der ersten Strophe, ich bin grundsätzlich dafür und in der zweiten, ich bin dagegen. Aber das ist häufig in der Politik. Die grundsätzliche Zustimmung ist die höflichste Form der Ablehnung. Und das ist in diesen Fällen so und war damals schon so. Das Schweizer Volk, meine Damen und Herren, dürfen wir festhalten, das Schweizer Volk hatte den Mut, zur Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Neutralität zu stehen. In einer Abstimmung, darf ich Ihnen auch sagen, die 3 Tage vor der Abstimmung, Otto Fischer und ich als verloren bezeichnet haben. Wir haben gesagt, es ist nicht möglich, dass wir durch diese Drohungen und durch diese geballte Ladung, durch diese Geldmaschinerie durchstoßen können. Und Sie müssen wissen, damals steckte die Schweiz in einer tiefen wirtschaftlichen Rezession. 1989 war das verrückte Hochkonjunkturjahr. Damals musste der Bundesrat Kreditrestriktionen machen, die Zinsen massiv erhöhen. Es gab keine ausländischen Kontingente mehr Mitte Jahr. Er musste die Konjunktur bremsen und immer wenn es verrückt ist in der Konjunktur, fällt das Ganze zusammen und im 90 ist er zusammengebrochen. Sie mögen sich erinnern, wir haben dann die Kantonalbankkrisen gehabt, wir haben 7%ige Hypothekarzinsen gehabt, wir haben 150.000 Ausländer, die Schweiz verließen, weil wir haben damals nicht jedem gesagt, du kannst kommen und 5 Jahre bleiben. Und in dieser Situation wurde vom Bundesrat, von den Parlamenten, von den Wirtschaftsverbänden gedroht. Wenn du Schweizer Volk nicht in die EG willst, wenn du nicht dem E-Wert zustimmst, dann wird die Schweiz verarmen und ihr werdet Millionen von Arbeitslosen haben. Das war die Musik.
die auf den Schweizer Bürger losprasselte. Herr Staatssekretär Blankert, der für den Bundesrat den Abstimmungskampf führte, sprach von dem Gewerbeverband wörtlich: Wenn das Schweizer Volk Nein zu Mehrwert sagt, dann wird die Schweiz nach 5 Jahren aus wirtschaftlichen Gründen die EU auf den Knien bitten, uns um jeden Preis als Mitglied aufzunehmen. Ja, das waren Stimmen, die natürlich für viele Leute, die, ja, man ist ja dann auch etwas hilflos, ich habe manche nachgeträumt, ich hätte falsch. Kann ja nicht sein, dass du allein richtig hast. Also dann, als die Sonne aufging, habe ich schon wieder gesehen. Aber darum habe ich eine große Achtung, dass das damals passiert ist. Alle Deutschschweizer Kantone, mit Ausnahme der beiden Basel, haben den EWR verworfen. Also wir hatten gut das Ständemehr, wir hatten aber nur 50,3 im Volksmehr. Leider hat die ganze Welt die Schweiz verworfen. Wir hatten keine Möglichkeit, in der Welschen Schweiz den Abstimmungskampf zu führen. Wir hatten leider keine oder nur unwesentliche Romans, die auf unserer Seite mitmachten. Und die Feindschaft gegen uns war also gigantisch. Ich erinnere mich heute noch, als ich einen Vortrag an der Universität Freiburg gegen den EG-Beitritt hielt, da haben sich die Studenten in der Universität voller Plakate begrüßt: C'est le diable qui vient. Also Sie sehen, der Teufel in Person kommt. So war die Stimmung. Aber das Volk ließ sich nicht beirren. Das ist für mich das Vertrauen. Es ist ja wieder ähnlich gewesen bei der Masseneinwanderung, oder? Haben wir alle gesagt, die wird sowieso abgelehnt und so. Das Volk hat zugestimmt, übrigens mit der gleichen Mehrheit. Aber wir dürfen hier sagen, wir sind jetzt bei der Aunz, meine Damen und Herren. Ohne die Aunz wäre dieser Jahrhunderterfolg, sind 80% Stimmbeteiligung gewesen, oder? Und dieser Jahrhunderterfolg, das sieht man heute, das war die wichtigste Volksabstimmung, wäre nicht möglich gewesen. Dieser Kampf gegen alles, was Rang und Namen hatte, gegen praktisch sämtliche Medien, Fernsehen, Radio, alle haben nur für oder gegen uns gekämpft. Ohne die Aunz, meine Damen und Herren, wäre die Schweiz heute nicht nur Mitglied des europäischen Wirtschaftsraumes, sondern Mitglied der Europäischen Union. Der zweite Schritt musste natürlich hätte kommen müssen. Dank der Aunz geht es den Schweizer Bürgern besser, meine Damen und Herren. Das ist entscheidend. Denn durch die Preisgabe der Unabhängigkeit, der Neutralität, der direkten Demokratie und den Föderalismus ginge es der Schweiz und vor allem deren Bürger schlechter. Sie hätten nichts mehr zu sagen. Die Politiker und erst noch die Ausländischen nehmen das Heft in die Hand. Die Stärken der Schweiz, die einfache Staatskonstruktion würde leiden. Die Neutralität würde weggewischt. Denn in der Mitglieder der EU können nicht neutral sein, ist ausgeschlossen. Haben eine eigene Verteidigungspolitik. Wir müssen an allen kriegerischen Ereignissen mitmachen, die Boykotte und so weiter. Es ginge jemandem besser, wenn wir in der EU wären. Das müssen wir sagen. Den Politikern, der Verwaltung und den Bürokraten. Und wenn ich die Wahl habe, für die Bürger mich einzusetzen oder die Glaspolitik, die ganze Verwaltungsbürokratie, dann entscheide ich mich lieber für den Bürger. Aber das ist eine freie Wahl. Meine Damen und Herren, das Schweizer Volk hat entschieden und darum gehört Ihnen auch einen großen Dank. Und darum muss auch die Aunz eine dauernde Bewegung bleiben. Das ist die wichtigste Organisation, Unabhängigkeit und Neutralität. Aber sie muss auch aufpassen. Sie kann nicht alles machen, was man will und nicht gegen alles sein.
wo man glaubt, da müsse man auch noch dagegen sein. Man muss immer überlegen, ist das jetzt richtig, was ist das Wichtigste? Man muss sich konzentrieren und die Kraft haben. Meine Damen und Herren, wir feiern dieses 30-jährige Jubiläum zusammen mit anderen Jubiläen in diesem Land. 1315, 700 Jahre Morgarten ist ein anderes. Ich habe nicht gesagt Wichtigeres, aber es ist ein anderes. 1415, also vor 600 Jahren, eroberten die Eidgenossen den Aargau. 1515, also vor 500 Jahren, fand die Schlacht bei Marignano statt und die Schweizer erstmals nach 200 Jahren Kriegsgeschichte verloren haben, und zwar massiv, weil sie kurz vorher die Großmachtpolitik und das Einmischen in fremde Hände nicht unterlassen konnten. 1815, also vor 200 Jahren, wurde am Wiener Kongress durch sehr geschicktes Eingreifen eines Genfers aus der Schweiz wurden die schweizerische Neutralität völkerrechtlich bestätigt. Meine Damen und Herren, wir haben 2014 den Bundesrat gefragt, das seien doch wichtige Ereignisse der Schweizer Geschichte. Wer seine Geschichte nicht kennt, kann auch die Gegenwart nicht kennen und die Zukunft nicht gestalten. Ich habe mich mit der Geschichte 50 Jahre befasst, obwohl ich nicht Historiker bin. Der Bundesrat hat gesagt, das sei nicht Staatsaufgabe, diese Jubiläen zu feiern. Aber 1998, als man den Untergang der alten Eidgenossenschaft feiern musste, hat er dann eine großartige Feier gemacht auf dem Bundesplatz. Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe mich damals so geschämt. Ich bin nicht mehr zum Nachtessen gegangen, habe mit meiner Frau und mit Nationalrat Walter Frey und seiner Frau und mit einigen Ostschweizern Regierungsräten im Autobahnrestaurant nachgegessen. Habe mich geschämt für das Land. Gut, diesmal will er keine machen, ist er vielleicht besser. Aber die ehrliche Antwort, warum er das nicht feiern will, ist ein ganz anderer, meine Damen und Herren. Sie müssen nicht schauen, was die Politiker sagen, sie müssen immer schauen, was sie denken. Meine Damen und Herren, wer in die EU strebt und die Schweiz aufgeben will, kann natürlich nicht an Freiheits- und Unabhängigkeitskrieg im eigenen Land erinnern. Das macht ja keinen Sinn, oder? Und wem die Unabhängigkeit des Sonderfalls Schweiz ein Ärgernis ist, der muss versuchen, die Geschichte umzuschreiben, umzubiegen. Da kann ich Gedenkfeier machen. Und jetzt sind, weil wir, haben wir gesagt, wenn der Bundesrat das nicht feiert, feiern wir es. Ja, würdig, aber wir feiern es. Wir haben eine Feier gemacht in Zürich am Jahrestag des Wiener Kongresses, wo die Neutralität völkerrechtlich ist. Ganz einfach, sie ging nur eine Stunde. Geschichtlicher Abriss mit Nationalrat Mörgeli. Dann, wie ist der Stand heute? Mit dem Chefredaktor der Weltwoche, mit der Köppel. Und ich habe gesagt, wie ist es in der Zukunft? Eine Stunde, wunderbar, und um Rat mit Mozart und Haydn. Da gingen wir wieder heim. War also nicht eine Jubelfeier, aber eine Gedenkfeier. Es gab dann auch noch eine offizielle. In der Aula der Universität, da sprach zuerst die sozialdemokratische Regierungsrätin Eppli aus Zürich. Die Hauptrede hat der SP-Altbundesrat Leuenberger und der geschichtliche Teil vertrat er ist eigentlich nicht nur Sozialist, er ist weit links von den Sozialisten, der Historiker Tanner. Sie sehen, aber Sie können beruhigt sein, die hatten alles Geld vom Staat.
Wir hatten kein Geld vom Staat für diese Feier. Wir hatten voll. Über 1000 Leute kamen an diesen Anlass. War eine einfache Feier. Die Aula der Universität war nicht einmal halb gefüllt. Ja, das Volk blieb fern. Diejenigen, die die Musik spielen im Bundeshaus, die waren vielleicht dort, das weiß ich nicht. Aber Sie sehen, es gibt eine tiefe Kluft zwischen den Bürgern und den Regierenden. Und der Grund liegt, weil man an einem Ort die Schweiz und die Bürger, indem man die direkte Demokratie aufgibt, nicht mehr achtet und alles, was von außen kommt, wird akzeptiert. Blindlings wird gar nicht mehr gefragt, ob es gut oder richtig ist. Es wird akzeptiert. Nein, meine Damen und Herren, jetzt haben wir keinen Historikerstreit. Ich habe keinen, ich bin ja nicht Historiker. Aber es gibt einen politischen Streit um die Geschichte, das sehr wohl. Und ich habe die Geschichte studiert und das auch immer geschrieben und gesagt, aber nicht, was ich gefunden habe, sondern was in den letzten 100 Jahren seriöse Historiker auf den Tisch gelegt haben. Da gibt es natürlich Reformen und so weiter. Und jetzt kommen da junge Politiker, die alle in die EU drängen und sagen, das, was die geschrieben haben, ist alles falsch. Das gibt's nicht, das war's nicht. Der Bundesbrief ist gar nicht damals geschrieben worden und zurückdatiert, auch nicht wichtig, war einer unter vielen und so weiter und so fort. Und da gibt es ja wunderschöne Mythen in der Geschichte, das ist wichtig, jedes Land hat Mythen. Das sind Dinge, wo man nicht weiß, ob sie stimmen, aber es spielt auch keine Rolle. Schöne Geschichten. Gottfried Keller hat gesagt, und den habe ich mir immer gehalten, der Zürcher Dichter, liberaler Dichter, der hat in Bezug auf den Wilhelm Tell gesagt, ob die Geschichten von Wilhelm Tell, ob sie geschehen, ist hier nichts zu fragen. Die Perle jeder Sage ist ihr Sinn. Der Kern von allen Völkern sagen, ruht hier frisch darin. Das ist Weisheit. Wir haben heute viel zu viele studierte Leute, aber viel zu wenig Gescheite, meine Damen und Herren. Und wenn ich die Demolierung von Wilhelm Tell sehe, da halte ich es mit meinem Lehrer in der Primarschule. Der hat gesagt, ob es den Wilhelm Tell gegeben haben, weiß man nicht. Aber eins ist sicher, er hat den Tell erschossen. Das reicht. Meine Damen und Herren, natürlich zieht man dem Volk die Geschichte weg. Man will es heimatlos machen. Weil unsere Nation einigt sich durch die gemeinsam durchgestandene Geschichte und die Wertordnung, die muss verschwinden. Ein heimatloses Volk, ein Volk ohne Werte, können sie in die EU treiben. Und darum ist es wichtig, dass wir an die Geschichte erinnern und unsere Gegenwart verstehen und aus der Vergangenheit Kraft für die Zukunft schöpfen. Das gilt nicht nur für die Politik, sondern es gilt auch für das Unternehmen, für die Wirtschaft. Ich habe viele entwurzelte Unternehmer gesehen, die da schnell so eine Eintagsfliege geboren haben und alles, was war und Sinn der Arbeit und so weiter in Frage gestellt haben, die sind alle untergegangen. Also, verfolgen Sie genau die Bankenkrise, verfolgen Sie die Swissair-Untergang. Das war der tiefste Teil oder der tiefste Grund, warum es gescheitert ist, man hat sich nicht mehr an die seriösen, durch die Geschichte gewachsenen Grundsätze gehalten. Es ist so. Ich habe in Seminarien als Unternehmer habe ich den Direktoren jeweils gesagt, hätten sich die
Manager der Swissair an die Unteroffizierschule erinnert, wo man lehrt, kommandieren, kontrollieren, korrigieren, wäre es nicht passiert. Aber die haben strategische Grundsätze gehabt und das einfache Metier vergessen. Und bei der globalisierten Bankenangelegenheit waren sie zu unbescheiden. Hätten sie nur Niklaus von der Flüe im Kopf gehabt, machen den Zaun nicht so weit, wäre die Pleite in Amerika nicht passiert. Sie sehen, ist alles einfach. Meine Damen und Herren, in den gleichen Zusammenhang, die Geschichte muss weggezogen werden. Darum muss die direkte Demokratie geschwächt werden. Der Präsident hat darauf hingewiesen. Man sucht alle Mittel, um die Volkswille nicht durchzusetzen. Unterschriftenzahlen erhöhen, mehr Gründe zum Abweisen. Und wenn es nicht genügt, kannst du immer nicht dir auf fremdes Recht berufen und sagen, das steht jetzt eben plötzlich über dem Recht und so weiter. Das muss auch verschwinden, damit man in die EU geht. Das ist ein Mittel, die Werte wegzubringen bringen. Glauben Sie doch nicht, Sie machen eine neue Landeshymne, weil die besorgt sind, dass Sie ein wunderschönes Lied möchten für dieses Land. Man will die Nationalhymne ändern, damit, wenn es geändert ist, kann sie niemand mehr singen, weil jetzt kennt sie ja niemand. Da braucht er 30 Jahre, um das einzuüben. Und wenn du eine Landeshymne hast, die niemand singen kann, hast du auch keine Nationalhymne. Ja, das sieht alles. Wissen Sie, da ist die Wirtschaft viel weiter fortgeschritten als da dieser Neuer da im Bundeshaus. Schauen Sie mal, wenn Sie in die Welt fahren, Weltkonzern Nestle. Die fahren durch alle Länder durch und was finden Sie? Das altmütige Vogelnestchen mit dem Vögeli drauf. Natürlich sind schon tausende Werbeberater gekommen und haben gesagt, das ist doch altmütig. Nein, das ist doch altmütig. Dann sagen die, das ist unser Zeichen, das kennen die Leute. Und das wechselt man nicht alle paar Jahre. Und ich kenne die Leute, die da dahinter stehen, die das wechseln wollen, da bei der gemeinnützigen Gesellschaft. Das sind dann natürlich zuvorderst beim Auflösen der Schweiz. Ja, ja, die machen eine Landeshymne. Die haben auch die Alten nie studiert, ob die schwer ist zum Singen. Oder ob sie einem gefällt, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist jetzt unsere Landeshymne, wir haben jetzt uns entschieden. Und wenn Sie die Gestehungsgeschichte anschauen, das ist auch großartig in der Gestehungsgeschichte. Gedichtet hat sie, und in Zeiten religiöser Schwierigkeiten, ein Protestant aus dem Kanton Zürich und einen aus dem Kloster weggejagt, weil man das Kloster geschlossen hat in der Reformation, ein Mönch aus dem Kanton Aargau, dann an der Urnengemeinde Bau, nachher Pfarrer wurde, der hat die Melodie geschrieben. Merken Sie, wie das plötzlich alles übereinstimmen muss? Und jetzt müssen Sie mal den Text durchschauen. Die können noch Moslems singen, die haben ja auch einen Gott. Oder? Sie können diese schauen. Vielleicht ist es schwierig für einen absoluten Atheisten. Aber das gibt es ja nicht so viele. Ja? Also, diese Landeshymne macht noch Sinn. Also nicht, dass Sie meinen, ich hätte sie damals geschaffen und mitgemacht und so. Da war ich noch nicht dabei. Und ich habe eigentlich auch gefunden, als man die alte abgeschafft hat. Die hat man ja abgeschafft, weil wir die gleiche Melodie hatten wie die Engländer. Und dann hat man gesagt, wenn zwei die gleiche Melodie haben, ist nicht so gut. Und wir wollen nicht immer mit den Engländern verwechselt werden, wobei wir auch noch mit Schlimmerem verwechselt werden könnten. Aber da habe ich eingesehen, ja, sucht etwas eigenes, Schweizer Psalm, und jetzt singen wir den. Und dass er nicht in den Schulen geübt wird, die Kinder müssen ihn nicht üben in der Schule, nicht auswendig lernen, hat auch den Grund.
Man will auch den Kindern die Schweiz unter dem Hinterweg ziehen. Ja, Sie merken, meine Damen und Herren, unsere Aufgabe ist viel größer. Aber jetzt zum Schluss gehen wir in die Zukunft, meine Damen und Herren. Das war jetzt Geschichte und Gegenwart, wie das am Geburtstag erlaubt ist. Aber jetzt kommt die Befehlsausgabe. Meine Damen und Herren, die Aktion Unabhängige und Neutrale Schweiz ist kein schöngeistiger, kein historischer Verein und auch kein folkloristischer. Wir können uns nicht mit dem Stillstehen begnügen, weil die Gefahr, die wir bei der Gründung bannen wollten, und die Gefahr, die mit der EWR-Abstimmung gebannt worden ist durch das Schweizer Volk, die ist mindestens so groß wie damals. Und das Vorgehen unserer Gegner ist um einiges perfider als damals. Das darf ich auch sagen. Nein, wir müssen und wir haben die Pflicht, uns an Gertrud Stauffacher aus dem Wilhelm Tell zu erinnern, die ihrem Mann Werner sagte: Schau vorwärts, Werner, und nicht hinter dich. Ich sage das, obwohl morgen vielleicht ein ganz gescheiter Historiker kommt und sagt, weder Gertrud Stauffacher noch Werner Stauffacher hätte es gegeben. Es ist mir gleich, ob es die gegeben hat, aber sie haben auf jeden Fall etwas Gescheites gesagt. Und um die Situation zu beurteilen im Land, kann ich Ihnen nur sagen, wenn Sie Augen haben, dann sehen Sie. Und wenn Sie Ohren haben, dann hören Sie. Wenn man genau liest, wenn man genau schaut und genau hinhört, merkt man, wie gefährlich es ist. Es steht fest, meine Damen und Herren, daran gibt es nichts zu rütteln. Der Schweiz geht es besser als den meisten Ländern, weil sie auf Unabhängigkeit, Neutralität, direkte Demokratie, Föderalismus und eine freiheitliche Ordnung, kurz, am Sonderfall festgeblieben ist. Das ist der Grund, das sage ich Ihnen als internationaler Exportunternehmer. Das ist der Grund. Und es ist einer leichtgläubig und wenn er es noch extra macht, bösartig und verräterisch, diese Werte aufzugeben. Zweitens, diese schweizerischen Werte werden heute von den verantwortlichen Politikern missachtet. Hören Sie nicht auf die Töne im Wahljahr, sondern schauen Sie dahinter, was hier passiert. Die Bürger sind ja sehr kurzlebig. Da kann einer hinstehen und sagen, ich war nie für den EU-Beitritt, auch wenn er 10 Jahre dafür gekämpft hat. Und dann sagen sie, er hat ja gesagt, er sei dagegen. Sie müssen misstrauisch sein gegen alle Politiker, auch gegen mich. Und ich bin ja jetzt keiner mehr, ich bin ja jetzt auch bei euch. Nein, man muss misstrauisch sein, was ist da dahinter? Weil nicht was gut tönt, sondern nur, was eine Absicht ist, die für die Schweiz gut ist, ist zu ergründen. Man versucht, alle diese Werte außer Kraft zu setzen, man gibt die schweizerischen Werte auf und sie streben letztlich alle Richtung EU. Werden alle sagen, sie seien nicht mehr dafür, aber sie sind es. Habe Herrn Burkhalter gesagt, das ist einfach nicht in Ordnung. Ihr wollt in die EU? Hat er gesagt, nein, das will ich nicht, das will ich nicht. Dann habe ich gesagt, aber warum gehst du dann? Warum willst du, dass das Land geht, wenn du nicht willst? Ist ja uns gleichgültig, ob sie wollen oder nicht. Dumm ist, wenn man geht. Russland wollte doch nie die Krim erobern. Nein, nein, haben doch nie die Krim erobern wollen. Sie sind einfach gegangen. Merken Sie, was die Folgen sind. Man versucht, in geschlossenen Sitzungen immer die Volksinitiative zu erschweren und auszuhöhlen. Das bestreiten Sie auch. Es ist so.
Sie wollen, dass das nicht mehr ist. Sie wollen die Volksentscheide, Ausweisung von Ausländern, die Beendigung der Personenfreizügigkeit nicht umsetzen. Die Demokratie wird ausgehöhlt, meine Damen und Herren. Frau Bundespräsidentin Sommaruga reist nach Brüssel zu Herrn Juncker, hat der Presse mitgeteilt hinter verschlossenen Türen, ich setze die Initiative schon um. Aber die Kontingentierung gilt für die Außer-EU-Gebiete und für die EU nur, wenn ihr einverstanden sind. Das hat sie gesagt. Also die heutige Ordnung, die das Volk abgeschafft hat, will sie. Meine Damen und Herren, diese erneute Bückling vor der EU sind Schalmeien für diese. Und das versteht sich, und darum haben Sie ja gesehen, vom Präsidenten. Der Lohn ist ein demonstratives Küsschen des EU-Kommissionspräsidenten für die Bundespräsidentin. Ja, das kann er ihr dann schon noch geben für so viele Zugeständnisse. Ich hoffe nur, dass wenigstens Frau Bundespräsidentin seither ihr Gesicht gut gewaschen hat. So, meine Damen und Herren, und was ist dann jetzt die wichtigste Sache, die zu tun ist für die Angst? Das ist die wesentliche Sache, auch wenn alle anderen Sachen auch notwendig sind. Es ist die große Aufgabe, die uns nach den Wahlen bevorsteht. Sie werden während den Wahlen nicht darüber sprechen. Wir können heute ein Interview lesen in einer Schweizer Zeitung, ich weiß nicht mehr, in welcher ich es gelesen habe, vom freisinnigen Präsidenten, der hat gesagt, ja, wer redet dann heute von EU? Das ist ja kein Thema, oder? Ja, kein Thema. Ja, heute, kein Thema. Was macht man nach den Wahlen? Und die Parteien haben alle beschlossen, haben den Bundesrat beauftragt mit einem Mandat. Die Schweiz unterschreibt einen Rahmenvertrag mit institutioneller Bindung. Das heißt, dass in allen Gebieten, wo wir Verträge haben, das Folgerecht der EU und das, was schon in den letzten Jahren in der EU erlassen worden ist, übernommen wird, ohne dass die Schweiz etwas zu sagen haben. Und wer heißt das, ohne dass die Schweiz etwas zu sagen haben? Ohne dass die Bürger etwas zu sagen haben. Merken Sie die Tragik. Das ist jetzt der EWR 2. Und bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Europäische Gerichtshof. Das haben die Parteien schon beschlossen. Schon vor einem Jahr. Und haben dem Bundesrat den Auftrag gegeben. Das liegt dort. Und da kommt man und sagt, wer redet dann von Europa? Und meine Damen und Herren, wenn wir das unterschreiben, dann werden wir am Schluss Mitglied der Europäischen Union, ohne dass wir etwas zu sagen haben. Masseneinwanderung ist zurückbuchstabiert, ganze Frage der Schengen, ganze Frage und so weiter, das ist alles da drin eingepackt und wir haben verloren. Diese Abstimmung müssen wir gewinnen. Diese Abstimmung müssen wir gewinnen. Und wir können sie nur gewinnen, wenn wir sie, die Gefahr ist groß, dass wir sie verlieren. Sie müssen nicht meinen, das sei schon gelaufen. Wir können sie nur gewinnen, wenn jetzt alle, die für Unabhängigkeit und Neutralität sind, nichts anderes tun bis zu dieser Abstimmung als das. Die Vorbereitungsarbeit müssen jetzt gemacht werden. Jeden Tag kommt irgendeine Schrift von irgendeinem Verband raus, das muss widerlegt werden, erarbeitet werden. Und die müssen wissen im Bundeshaus, dass der Kampf geführt wird. Die Chance, dass wir gewinnen, halte ich für groß, wenn niemand von unserer Seite Dummheiten macht. Meine Damen und Herren, worum geht es dann? Ich habe Ihnen gesagt, fremdes Recht, fremde Richter. Man wird verlockend von einem Reformpaket reden. Sie werden nicht eine Volksabstimmung machen, wollt ihr fremdes Recht und fremde Richter übernehmen.
Sie werden sagen, wollt ihr das große Reformpaket in Bezug auf das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union? Wollt ihr den Königsweg bilateraler Verhandlungen mit diesem Vertrag garantieren? Wollt ihr den Wohlstand in der Schweiz? Alle diese Gespenste der EWR-Zeit kommen wieder. Wenn ihr daran Nein stimmt, ja, dann sind wir verloren. Ne? Da die Manager der großen Firmen werden die großen Propheten sein, die noch nie etwas vorausgesagt haben, das stimmt. Nein? Wir müssen mit den Prognostikern aufpassen. Kürzlich hat einer in Amerika einen Preis bekommen, einer der Prognostiker. Der hätte in 45 Fällen immer richtig vorausgesagt. Da habe ich gesagt, wenn er immer das Gegenteil gesagt hätte, wäre es 55% gewesen. Weil das ist ja 45%, das ist ja keine Trefferquote. Und jetzt, meine Damen und Herren, nennen wir es beim Namen. Wir sind jetzt mitten im Kampf. Wir müssen die Jungen auch ansprechen. Und jetzt können Sie im Internet einen Film runterladen, der Ihnen zeigt, was ist das eigentlich für eine Bombenabstimmung, die da kommt. Können wir den sehen? Europa hat viele Probleme. Die Arbeitslosigkeit steigt und steigt. Noch schlimmer die Jugendarbeitslosigkeit. Viele Länder leiden unter enormer Verschuldung. Die Bevölkerung zeigt ihren Unmut auf der Straße. Ganz Europa hat viele Probleme? Nein, ein Land blüht und gedeiht. Dieses Land ist die Schweiz. Tiefste Arbeitslosigkeit, geringste Jugendarbeitslosigkeit, stabile Staatsfinanzen, höchster Wohlstand, höchste Löhne, höchste Lebenszufriedenheit. Warum ist das so? Weil die Schweiz nicht in der EU ist. Weil die Schweizer Bevölkerung noch frei und unabhängig über ihre Politik entscheiden kann. Die EU hat hier nichts zu sagen. Die Schweizer Bevölkerung weiß, was sie ihrer Freiheit und Unabhängigkeit, was sie der direkten Demokratie zu verdanken hat. Deshalb hat das Schweizer Stimmvolk immer wieder Nein zur Aufgabe von Freiheit und Selbstbestimmung gesagt. 1992. Eine Mehrheit der Bevölkerung und der Kantone sagt Nein zum Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum. 2001. 76% der Bevölkerung und alle Kantone sagen Nein zu einem EU-Beitritt. Gemäß einer aktuellen ETH-Studie sind heute 84% aller Schweizer gegen einen Beitritt zur EU. Trotzdem gibt es in unserem Land immer noch viele Politiker, die uns in die EU zwingen wollen. Warum wollen Sie in die EU? Weil Ihnen die direkte Demokratie, die Selbstbestimmung der Schweizer Bevölkerung zuwider sind. Sie wollen mehr Macht für sich und weniger für das Volk, damit Sie alleine bestimmen können, was in der Schweiz passiert. Genauso funktioniert die EU. In der EU hat das Volk nichts zu sagen. In Brüssel bestimmt eine Handvoll EU-Kommissare, die nicht einmal gewählt sind, was gemacht wird. Sie müssen sich vor niemandem rechtfertigen und können sich sogar ihren eigenen Lohn bestimmen. Sie geben große Empfänge und trinken Champagner auf Kosten der Steuerzahler. Brüssel will immer mehr Macht an sich ziehen, damit die EU-Politiker noch mächtiger werden. Die nationalen Parlamente haben bald nichts mehr zu sagen. Das Volk sowieso nicht. Genau deshalb wollen viele unserer Politiker in die EU. Sie wollen auch alleine über das Volk bestimmen, viel Geld verdienen und Champagner trinken. Die Bundesräte und Politiker wissen aber genau, die Schweizer Bevölkerung macht bei einem EU-Beitritt nicht mit. Deswegen wollen sie unser Land schleichend in die EU zwingen. Der neueste Trick heißt EU-Rahmenvertrag. Doch was bedeutet dieser Rahmenvertrag wirklich? Die Schweiz muss alles EU-Recht, das Brüssel beschlossen hat oder zukünftig beschließt, ohne Mitsprache übernehmen. Und bei Streitigkeiten zwischen der Schweiz und der EU entscheidet der EU-Gerichtshof. Die Schweizer haben nichts zu sagen. Das ist so, als wenn eine Fußballmannschaft auch noch die eigenen Schiedsrichter mitbringt. Mit anderen Worten, der EU-Rahmenvertrag ist ein Unterwerfungsvertrag.
Unser Land wird ohne Volksabstimmung faktisch zum EU-Mitglied. Wir müssen alles EU-Recht automatisch, der Bundesrat sagt, dynamisch übernehmen. Fremde EU-Richter bestimmen über unser Land. Unsere eigenen Bürger haben nichts mehr zu sagen. Halten wir uns nicht an die EU-Gesetze, kann die EU Strafmaßnahmen gegen unser Land verhängen. Der Bundesrat nennt das Ausgleichsmaßnahmen. Würde der Vertrag angenommen, wäre die Schweiz nicht länger ein freies, unabhängiges und selbstständig entscheidendes Land. Was können Sie dagegen machen? Sorgen Sie schon heute dafür, dass die Schweiz unabhängig bleibt. Treten Sie dem Komitee gegen den schleichenden EU-Beitritt bei. Unterstützen Sie den Kampf gegen den Unterwerfungsvertrag. Und teilen Sie dieses Video mit anderen, damit unser Land auch morgen noch frei, selbstbestimmt und erfolgreich ist. Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, was auf uns zukommt. Es geht um eine, erneut bei dieser Abstimmung, um eine Kolonialisierung, Unterwerfung, Verzicht auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Und man wird sagen, wegen diesen paar bilateralen Verträge, also ich kenne jeden Einzelnen, die Schweiz geht nicht unter, wenn die EU diese nicht mehr wollen würde. Aber die EU wird diese wollen, weil sie liegen mindestens und zum Teil beim Transportvertrag und so weiter noch viel mehr in ihrem eigenen Interesse als in unserem. Aber wenn natürlich sämtliche führenden Kreise in der Schweiz hupen, das ist ganz wichtig, diese bilateralen Verträge, jetzt wieder neuerdings die Economist Suisse, die auch beim EWR daneben lag, die wird die EU sagen, ja, dann lassen wir sie fallen. Wenn die Schweiz sagt, es ist so wichtig. Ich kann nicht verstehen, dass man den Verhandlungsleuten, die in Brüssel sein sollten, solche Brücken baut zugunsten der EU. Meinen Sie, meine Damen und Herren, wir könnten da diese Silberlinge da, diese 30 Silberlinge da, namens bilaterale Verträge, die könnten wir preisgeben, Unabhängigkeit, Neutralität. Da sind wir dann nah beim Verrat. He? Judas bekam auch 30 Silberlinge für einen Verrat. Es gab auch einen Judas-Kuss. Der ist mir eingefallen, als Herr Juncker da. Und die ganze Verteidigung, neuartige Annäherung heißt es, das bedeutet Verzicht auf eine nationale Armee. Wir haben in den letzten 20 Jahren die Verteidigungsbereitschaft so heruntergefahren mit diesem läppischen Anhängen an die NATO. Wir hatten eine gute Armee, die konnte man in 24 Stunden auf die Beine stellen. Ueli Maurer hat mir gesagt, wir brauchen Monate. Mit dieser neuen Organisation müssen wir alles jetzt wieder rückgängig machen. Das nützt eine Armee, die sie nicht aufbieten können, wenn es losgeht. Aber da sind auch diese stupiden intellektuellen Bemerkungen gewesen, Anfang 90er Jahren. Bundesrat Dogi hat mir gesagt, die Militärfachleute seien, die Vorwarnzeit eines Krieges sei mindestens 10 Jahre. Habe ich ihm gesagt, ja, dann brauchst du keine Armee, kannst du bei der Vorwarnung noch eine machen. Und wie ging es? Über Nacht sind die Armeen eingewandert und eingeschritten. Und zwar nicht im 13. Jahrhundert, sondern jetzt, vor der Tür, können Sie sehen, was das heißt. Also Sie sehen, mit diesem Vertrag, da haben wir nochmals die Reduktion der Verteidigungsbereitschaft, das ist Verfassungsbruch, Neutralitätsbruch und so weiter. Es schlägt es keinen Geist weg. Die institutionelle Einbindung der Schweiz heißt
für einen Judaslohn die Schweiz verkaufen. So krass muss man das sehen. Und das führt nicht nur zur politischen Unterwerfung, sondern auch unser Wohlstand wird massiv getroffen. Drum, jetzt merken Sie, meine Damen und Herren von der Raus, ich bin ja extra zurückgetreten aus dem Nationalrat, weil ich diese Gefahr gesehen habe. Jetzt gibt es nichts anderes für dich als dieses Komitee EU Now gegen den schleichenden EU-Beitritt zu gründen. Alle Kräfte zusammenzufassen und jetzt den Kampf vorbereitet. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass es in 2016 kommt. Ich weiß nicht, es kommt. Und ich bitte Sie alle, auch dort beizutreten. Das ist nicht eine Konkurrenz zu uns. Die uns muss immer bleiben. Das ist gut, wenn Sie ein Mitglied sind. Sondern es ist ein Abstimmungskomitee. Das lösen wir dann nach der hoffentlich erfolgreichen Abstimmung wieder auf. Kostet 10 Franken Beitritt. Das ist also nicht alle Welt oder pro Jahr. Und Sie bekommen dann immer alle Informationen, damit Sie sie weitergeben können. Und es läuft bis jetzt recht gut. Wir haben jetzt über 110 Organisationen, die wichtigste ist natürlich die AUNS, die dabei ist. Herr Gartenmann ist im Vorstand. Und wir haben viele Organisationen, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass sie gegen Unabhängigkeit und Neutralität sind. Da gibt es Tierschützer, die sagen, wir dürfen aus Tierschutzgründen nie hinein. Weil wenn wir das haben, haben wir nachher den Transportvertrag. Wenn wir den Transportvertrag haben, sagen die, wie die Tiere zu verladen sind. Und das sind anders zu verladen als unsere. Das ist Tierquelle, das ist uns so weiter, das ist uns gut. Die müssen ihre Leute bringen. Naturschutzorganisationen sind dabei und so weiter. Die haben alle wirtschaftliche natürlich, verteidigungsmäßig. Aber wir haben jetzt bereits 110 Organisationen. Schätzungsweise gibt es etwa 250.000 Mitglieder, die sie haben. Dann ist natürlich, auch alle Parteien können dabei sein, wenn sie dieses Ziel tragen. Bis jetzt ist es natürlich vor allem die SVP, aber vielleicht habe ich heute gesehen, da kommen ja Jungfreisinnige da. Hoffentlich sind dann die noch dabei, wenn der Bundesrat der Freisinnige beschlossen hat. Kenne ich die Politiker. He? Ja, du musst dann ein bisschen aufpassen da. Was? Also das passt dann nicht zum Freisinn, dass man gegen den eigenen Bundesrat ist. So heißt es auch bei der SVP. Müssen Sie nicht meinen, wir seien nicht auch in dieser Beziehung ansteckbar. Wir haben jetzt die, wo ich sich immer anstecken ließen, sind nicht mehr da. Aber, also schon noch da, aber nicht in der Partei. Also wir müssen da noch schauen, wo wir durchgehen. Und jetzt müssen Sie dann gescheit sein. Ich habe heute die Mitgliederversammlung verfolgt. Sehen Sie, natürlich ist Schengen-Dublin ein Unsinn. Natürlich ist es eine Sauerei mit der Masseneinwanderung. Das sind alles Dinge. Aber Sie müssen, wenn Sie etwas machen, überlegen, haben wir die Kraft für alles. Jemand, der alles macht, macht nichts mehr richtig. Und wenn Sie jetzt beginnen, einen Haufen Zeug und neue Volksinitiativen zu machen, nimmt das Kraft weg. Und die fehlt Ihnen dann für den Hauptkampf im Frühling. Ich warne Sie davor. Also ich würde an die Mitgliederversammlung dann kommen und wenn Sie solches Ding machen, massiv bekämpfen. Nicht, weil ich das Anliegen nicht sehe. Aber wir haben jetzt nichts anderes zu tun. Diesen Vertrag müssen wir gewinnen. Wenn wir den nicht gewinnen, können wir gar nichts mehr machen. Also Sie sehen, die Konzentration der Kräfte, das ist ein wichtiges Führungsgebiet, oder? Wir hatten das immer in der Angst. Ich weiß noch, bei Otto Fischer, wie er sich geärgert hat, hat gesagt, wir müssen doch immer schauen, ob wir die Kräfte haben. Wir sind nicht so wahnsinnig stark. Sie müssen nicht meinen, wir könnten alles machen. Zweitens, man kann nie nur eine Volksabstimmung machen, ohne an den Abstimmungskampf zu denken. Die große Sache kommt dann nachher.
Und drittens waren letztens Leute bei mir und gesagt haben, was die uns auch noch machen sollte. Sie haben recht, dass man das machen sollte. Da habe ich gesagt, machen Sie es. Machen Sie es. Gründen Sie auch eine Organisation. Wir mussten auch eine uns gründen. Jetzt können Sie auch eine Organisation. Ja, ich habe kein Geld. Ich muss halt schauen, dass du Geld hast. Ja, nein. Wissen Sie, wenn Sie immer sagen, der andere soll, der andere soll, der andere soll, der andere soll. Ja, ja, gut. Das ist eine kleine Arbeit. Also, das ist meines Erachtens für Unabhängigkeit und Neutralität jetzt das Wichtigste. Und das kommt auf leisen Sohlen, das kann ich Ihnen sagen. Und es wird dann plötzlich die Abstimmung folgen und es ist ganz klar, die Mehrheit des Parlaments stimmt dem zu nach den Wahlen. Können machen, was sie wollen. Auch die, die jetzt sagen, man hat rote Linien und so weiter. Das ist alles, alles dummes Zeug. Meine Damen und Herren, damit darf ich Ihnen sagen, ich glaube, die hat Beatrice Böge draussen, oder? Also es freut mich, wenn Sie dann dem EU-NO-Komitee beitreten. Das Zeichen ist der große blaue Fisch, der die kleine Schweiz frisst. Das können Sie gut erkennen. Hat zwar bereits ein Karikaturist den zweiten großen Fisch gemacht, mit meinem Gesicht. Ja, habe ich gesagt, wenn ich wählen könnte, würde ich zu diesem Fisch gehen und nicht zu dem der EU. Also, und konzentrieren sich auf die Aufgabe Verteidigung, Unabhängigkeit und Neutralität. Und die ELZ führt den Kampf zwar seit 30 Jahren, gratuliere, aber merken wir uns, man steht nie am Ende der Aufgabe, sondern immer am Anfang. Ich danke Ihnen.